Guck mal, wir machen hier mit Bierdosen, Fackeln gleich. Mit diesem billigen Pflanzenfett von Penny. Damit machen wir gleich Fackeln mit dieser Bierdose. Erstmal diesen Pflanzenfett hier reinschmeißen. Meine Finger haben jetzt Fett dran. Und wie geht das jetzt? Ja. Jetzt musst du schalten ein, ne? Den hier? Ja, guck mal. Wir haben ja noch diese Tochter, wir haben hier. Das ist normales Garn. Das letzte Mal haben wir damit Kohlrouladen gemacht. Heute machen wir doch drauf, das weil wir nicht mehr brauchen. Oh, guck mal, schmilzt schon schnell. Pflanzenfett schmilzt gut. Ich weiß gar nicht. Oh, jetzt habe ich auch dieses scheiße Fett dran. Warum hast du das gesagt? Guck mal, immer mehr Schmilz kommt. Also rein theoretisch stecken wir diesen doch da so rein. Wir achten drauf, dass der Docht genug in der Dose verschwunden ist. Jetzt werden wir einen Moment mit solch einer Schere nochmal den Docht einkürzen. So, sieht schon gut aus, hat aber noch keine Funktion. Nun können wir das Ganze für den nächsten Schritt so vorbereiten und tun unser Frittierfett, das billige vom Penny, da einfüllen. Vielleicht kommt jetzt Katastrophe, aber wir werden es probieren. Ich gebe Mühe. Da ist wohl noch Wasser drin. Das ist aber. Das hört sich aber gruselig an. Wir warten kurz. Ja. Das fettige Fett ist ziemlich heiß. Boah, das riecht voll nach Fisch. Wie nach Lachs irgendwie so. Ungefähr. Es hat ein Eigenleben, muss man schon sagen. Ja. Ui. Ja. Guck mal, es bewegt sich. Ja. Ich merke hier schon wie eine leichte Ängstlichkeit an. Ja. Weil nicht, dass gleich Explosion kommt und dann haben wir keine Gesichter mehr. Und sehen sie so komisch aus. Mein physikalisches Wissen sagt mir, dass das vorkommt, aber dass das solange da kein Spritzflug entsteht mit in Wasser und Brennstoff gebundene Gemische in die Luft fliegen mit Flamme gleichzeitig Entzündung, sollte eigentlich nichts passieren. Deswegen bin ich mutig. Ich vertraue auf meinen Verstand. Wir machen erstmal eine Testung, wie voll ist. Ja. Also unser Docht hat bisher noch nichts hochgezogen. Trichter lebt noch. Aber ich schwöre, ich könnte Pommes reinstecken und ihn wieder raus nach 5 Minuten. Ich könnte ihn essen. Vielleicht hätte man nicht ganz so warm machen sollen. Die Temperatur hat sich langsam ein bisschen etwas beruhigt. Ja. Reaktion ist nicht mehr so stark. Oh! Anfängerfehler. Guck mal, das ist noch nicht fertig, weil Blasen zugekommen. Wir wollen etwas schnell kühlen. Hierfür brauchen wir Eis. Salz macht noch mehr kalt. Das hier, das ist Fett, was weggelaufen ist. Wasser. Und jetzt Wasser reingießen. Und noch mehr Alpensalz reinmachen. Kühlung kommt jetzt von da. Das wird jetzt gekühltes Fett. Damit mehr schneller kühl kommt, kalt kommt. Damit das hier fest wird und sowas. Und damit man das später dann anzünden kann. Als Kerze zu benutzen, so ungefähr. Fackel! So, ich glaube, diese Dosen sind fertig. Diese Fackeln. Rausgehen und draußen Fackeltest machen. Und jetzt prüfen, ob das gut wird. Das hier, das ist das Endergebnis. Und das sieht voll cool aus mit Grill in der Mitte. Und dann prüfen, wie das aussieht, wenn das zum Fett runterbrennt. Und diese Kerzen hier, die haben sich so langsam zu kleine Fackel verwandelt. Weil so eine Flamme hier,
hat viel mehr Fett dran als so eine Kerzenflamme. Deswegen kann man das Fackel nennen.